Anton M.S. von der Lurzenbach is catalog number 14. This Bay Colt is born in March and bred by a New Star 1 NRW Ken Dance and Osteins Ricky. It's the dam line of the British Nations Cup pony Vivasa of Sarah Tomlinson for Great Britain. His grandmother delivered the licensed stallion Pinocchio's Prince, the champion stallion in jumping of the licensing 2019. It's the dam line of Dating AT NRW, the champion stallion of the licensing 2014 and Westphalian champion 2016, as well as High Noon of Sönke Fallenberg and Casino Gold of Danica Doon. Ja, hallo, mein Name ist Michaela Stockhammer. Ich komme aus Siegen, Oberschelden, ein klitzekleiner Ort. Wir haben einen Aussiedlerhof vor 21 Jahren gebaut, komme aus dem Reitpferdebereich. Aufgrund meines Unfalls habe ich mich ein bisschen in die Zucht verliebt und erfüllt einen unwahrscheinlich gut. Steckenpferd liegt in der Reitponyzucht. Anton, den wir jetzt gerade hier gesehen haben, heißt mit vollem Namen Anton von der Lurzenbach, ist ein unwahrscheinlich typvolles, schönes Hengstfohlen mit einem außergewöhnlich guten Charakter, den er von seiner Mutter hat. Die Mutter ist die Staatsprämienstute Candela von Ken Dance Osteins Ricky, ist zudem auch aus gleicher Mutter wie der Prämienhengst Donnerblitz aus der Zucht von Lars Retemeyer. Die Stute strahlt Ruhe und Vermögen aus, gibt drei sehr gute Grundgangarten mit, ist eine meiner Lieblingsstuten. Unser persönliches Zuchtziel in der Reitponyzucht sind sportgeeignete, für Kinder und Amateur brave Reitponys im Maß. Wir wünschen uns für alle Ponys entsprechende Reiter oder fördernde Hände, wie es bislang auch immer der Fall war.